Es geht jetzt nun weiter mit dem sechsten Teil des Let's Builds des Slime Farms. Weiter graben, graben, graben. Nahrungsmangel will ich mal fein haben. Oh, Setzling und Apfel. Oh, gut. Ein Apfel. Oh, das ist genau 200 Punkte weg. Kann ich den Apfel wieder verzehren. Dann ist mein Hunger erstmal wieder voll. Und Spitzhacke wieder kaputt. Nächste Spitzhacke. Das kann das so machen, dass ich jetzt immer einen Block weiter hineingrabe. Schwierigkeitsgrad immer auf normal lassen. Wenn ich verhungere, dass ich nicht sterbe, sondern beim halben Herz bleibe. Ich hätte ja auch in Minecraft selbst der Customizer dann auch gerne da vorbeigucken. Da habe ich ja auch. Auch auf normal, also immer auf normal gespielt. Das mit den maximalen Erzeinstellungen. Also alle Erze noch maximal. Ich strecke ja die Blöcke beim Abbau werden immer weniger. Die Inventar sind längst nicht voll. Beruhigt mich noch. Ich kann einiges abbauen damit. Eine Holzhammer ist jetzt auch unterirdisch angelegt, dass er nicht mehr hoch muss, weil die auch Äpfel droppen. So. Wenn ich so versuchen kann, jetzt immer dauerhaft unterirdisch zu bleiben. Aber ich werde die Slime Farm für fertig erklären, wenn ich jetzt da oben den Fackeln der Ausleuchtung komplett hat. Die jetzt benutzte Version ist die Minecraft 1.8.3. Also ich bin einer, der gerne mal so eine Vorversion mal ausprobiert damit. Also das Customize-Let's-Play habe ich mit 1.8.4.1 aufgenommen. Da werde ich eigentlich auch auf 1.8.4.3 jetzt mal umsteigen. Wird ja wahrscheinlich Anfang September rauskommen, die offizielle Release-Version. Wo ich bin über Level 9. Eisenbarren haben wir auch schon. Aber jetzt gerade nicht im Inventar, weil ich die auch gar nicht brauche. Immer ziemlich aufwendig, dass sie alles frei zu graben. Das ist ja der aufwendigste Teil der Slime Farm hier. Oder man macht das mit TNT, aber TNT, ich habe ja noch kein Schießpulver, noch nicht genug Schießpulver dafür. Weil dann bräuchte man nämlich hunderte Stück Schießpulver. Wenn man, glaub, ich hätte mindestens 2 Stacks an TNT aufbrauchen. Das ist meine letzte Spitzhacke, aber ich habe noch mehr Holz und also mehr Sticks und Steine.
noch rote Steinchen hinein. Komm, wir nehmen. Jetzt merke ich jetzt hier, wie viel Spitzhacken verbrauche ich denn im Moment. Die Spitzhacken. Ein bisschen Eisen erden. Eisen verbrennen. Dann gehen wir auch schon jetzt in Neiger. Muss ich mir neue Kohle anschaffen. Ich glaube, ich werde dann die zweite Spitzhacke für den Holzrahmen mal den Ausbau nutzen, damit ich vielleicht noch ein bisschen mehr Holzkohle machen kann. Oder und da ist der Kohle. Brauche ich das ja erstmal nicht. Ich muss erstmal die ganze Kohle abbauen, da ich jetzt das keine mehr habe. Habe ich längst nicht voll, also kann ich noch beruhigt die Kohle abbauen. Und das Kohle wieder zumachen. Eisen hier auch. Weil das sowieso schon mitgegraben ist. Und ihr seht, der jetzt mitgegraben gilt, der wird immer weniger. Weil hier kommt man sogar schon einen Schlag dahin. Dieser Raum da vorne wäre exakt geschlossen. Das wird schon mal, dann schon mal abwarten, ob vielleicht doch schon die ersten Slimes spawnen. Weil es hier doch schon der letzte sechste Teil ist und es ist ja bisher immer noch kein Slime auf den Weg gegangen. Ich werde dieses Bild so weitermachen, bis der erste Slime gespawnt ist. Jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Kein Problem, ich habe drei weitere noch gemacht. Auch noch ein bisschen Eisen. Die will ich später dann noch abbauen. Natürlich ordentliche Steinspitzhacken, also auch ordentlich Holzverbrauch. Die Holzhacken sind nicht relativ groß. Aber ich möchte so jetzt sagen, dass ich die letzte Spitzhacke, dass ich die jetzt mal noch. Oh, wieder Eisen. Letzte Spitzhacke möchte ich noch wieder verbrauchen, um die Holzhacken noch ein bisschen aufzubauen, damit die schneller und mehr produzieren. Also schnell, damit ich schneller Holz kriegen kann und schneller an Holz kommen werden. Immer weniger, was man hier weggraben muss. Dann noch mehr Eisen, also das könnte man nebenbei auch als Eisenfarm bezeichnen, weil man hier auch durch dieses Graben hier auch relativ viel Eisen findet. Man findet auch Andesit, Diorit und Granit auch in Übermaßen. Aber das mit dem ersten Slime, was ich sagen ist, wenn ich die Farm
als fertig erkläre. Ich brauche immer ungefähr Spitzhacken jetzt im Moment noch. Noch vielleicht etwa zwei Spitzhacken, um einmal rumzukommen. Zwei Spitzhacken, wenn ich. Könnte ich ein bisschen aufnehmen, nur weil es eigentlich nicht so besonders ist. Hab noch eine Spitzhacke, die ich aufbauen kann. Und geht auch kaputt. Ich werde auf diese eine für die Slimeform müssen weiter graben. Dann kann ich auch diese Hackellöcher kann ich noch nicht machen. Und muss dann noch einen Block mehr reingraben. Diese Fackellöcher da oben, die zum Ausleuchten da, wie gesagt, sind. Noch drei Blöcke hier. Das ist gar nicht mehr. Ist die Schicht dann nur noch zwei Blöcke breit? Ich habe eben schon gesagt, dass ich die letzte Spitzhacke für die Holzhaken benutze. Noch ein bisschen schneller an Holz ranzukommen, eventuell an Holzkohle, und ich auch mehr Fackeln machen kann. Oder auch Kohle wiederum ist. Also Kohle findet man auch ordentlich. Wenn man die Farben unter Höhe 20 kriegt, dann findet man auch Gold, Lapis Lazuli und Diamanten. Level 10 habe ich jetzt. Wieder Eisen. Jetzt habe ich ja gesagt, die letzte Spitze geblieben. Und noch scheint hier nichts gespawnt zu sein. Jetzt die letzte Spitze geblieben noch für die weiter Ausbreitung der Holzfarm. Neben 1, 2, 3 Blöcke sollen immer frei sein. Da kommt der Erdblock rein. Mal wie viele Bäume ich da jetzt noch anpflanzen kann. Das Holz wird nämlich immer schnell knapp. Wenn man eine Fackel ersetzt, dann habe ich jetzt keine. Da habe ich welche. Na, dahin. Ein Block mehr graben. Zum dreimal, der hat dann jeder Setzling ein dreimal, dreimal sechs hohen Raum.
ist ein Skelett runtergefallen. Ist wahrscheinlich oben drüber. Über dem Ofen. Auf einmal fällt ein Skelett runter. Oder ist zum Glück der Ofen dazwischen. Wo hat sich das denn mit dem Ofen zugemacht? Ja. Anscheinend ist es jetzt Nacht, weil sonst würde er nämlich brennen. Noch ein Steinschwert und ich glaube, ich würde mir noch ein Eisenschwert machen. Jetzt schon wieder die Eisen. So, jetzt ist es schon wieder kaputt. Ich will wieder einen herstellen. Kein Slime in Sicht hier. Hoffe mal, dass der Fall euch gefallen hat. Gebt euch wieder hoch, teilt dieses Video und abonniert mich.